Es ist Mittwochabend, gefühlt habe ich heute 375 Spiele angeguckt, aber kurz bevor wir quasi hier rausgefegt werden aus der Gamescom, habe ich noch mal ein echtes Highlight gehabt. Ich habe nämlich Sniper Ghost Warrior 3 gesehen und gespielt und das hat mich echt überrascht, sehr, sehr positiv überrascht. Die erste Mission, die wir gesehen haben, war in einer riesigen Open World, in der wir mussten ein Dorf befestigen. Wir wussten, dass ein Angriff auf dieses Dorf stattfinden würde und deswegen sind wir durch die Gegend gegangen, haben uns erst Waffen und Munition selber gecraftet, aus Teilen, die wir vorher gefunden haben. Da gibt es verschiedene Waffentypen, die mal ein bisschen leiser sind oder mal schneller schießen. Und die Munitionstypen, zum Beispiel panzerbrechende Munition oder gegen Fleischziele, weiche Ziele heißt es, genau. Und so, das konnten wir uns erst craften und auch Fallen und Minen. Und dann sind wir durch die Gegend gegangen und haben dieses Dorf eben vermint und uns auf den Angriff vorbereitet. Und das war schon wirklich cool. Es gab sogar Fahrzeuge, mit denen wir durch die Gegend fahren konnten, weil die Welt wirklich sehr, sehr groß ist. Den eigentlichen Angriff haben wir dann nur leider nicht mehr gesehen. Da endet die Präsentation. Dafür konnte ich dann selber spielen, und zwar eine andere Mission. Die war dann eher ein bisschen klassischer, also ein bisschen schlauchiger. Nachher wurde es aber auch, man konnte es sehen, das Areal deutlich größer. Cool ist, dass man eine Drohne dabei hat, die man immer starten kann. Damit kann man das Areal quasi erkunden. Und langsames taktisches Vorgehen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das musste ich leider feststellen, denn für so eine kurze Anspiel-Session auf der Gamescom ist das Spiel nicht wirklich geeignet. Ich bin relativ schnell, relativ häufig gestorben und es ging nicht nur mir so, sondern auch den Leuten drumherum. Ich bin aber wirklich sehr, sehr gespannt drauf, das Spiel mal in Ruhe zu Hause oder in der Redaktion auszuprobieren und zu gucken, wie sich das dann anfühlt.